Uns geht es um Fragen, die sich mit dem beschäftigen, was den Menschen eigentlich wirklich ausmacht. Um eine humane Gesellschaft, Zeit, um sich über sich selbst auch zu reflektieren, Zeit für Beziehungen, Zeit für andere Menschen, Zeit für neue Horizonte. In einem Wort, Zeit für Entwicklung, aber eben um selbstbestimmte Entwicklung. Also insofern ist es nicht die Rush-Hour, sondern man könnte sagen, es ist das Rush-Life. Und die Frage, die dann natürlich sich stellt, sind wir daran selbst schuld? Machen wir da was falsch? Oder sind es Rahmenbedingungen? Müsste man sich nicht eigentlich gesellschaftspolitisch mal verständigen, wohin die Reise eigentlich gehen soll? Ja, Sie sind ja die Politikerin. Also, ich will Ihre Anregung. Ich wüsste, wo ich hin will, aber ich will hören. Wir haben Strukturen, wir haben Institutionen in unserem Land geschaffen und auch bewusst geschaffen, die diese Rush-Hour sehr stark beschleunigt haben, sehr stark verstärkt haben und die eigentlich es nicht mehr erlauben, von sich selbst heraus zu entschleunigen. Weil wir nicht eine Familie haben können, Kinder haben können, die wir ja auch sehen wollen. Also selbst der Ausbau von Kindertagesstätten hilft da ja wenig. Also ich hätte ja mein eigenes Kind nie bekommen, wenn ich dann gedacht hätte, ich sehe ihn ja nicht. Das ist ja irgendwie eine merkwürdige Vorstellung. Wir haben eine Situation, Stichwort Arbeit 4.0, Digitalisierung, wo es immer selbstverständlich, aber auch absolut notwendig wird, dass wir nicht nur eine Bildung und Ausbildung am Anfang des Lebens haben, sondern dass wir mehrere Bildungs- und Ausbildungsphasen im Leben haben. Auch dafür brauchen wir Zeit. Und dann haben wir natürlich eine Situation, wo die Pflege sich ganz anders in den Lebens, die Pflege der Eltern und der Großeltern wegen des länger werdenden Lebens sich ganz anders in einen Lebenslauf einpflicht wie noch früher. Das heißt, wir reden hier mitnichten, wenn wir über Rush-Hour sprechen, mittlerweile über Beruf und Familie, sondern wir reden über Beruf, weitere Bildung und weitere Ausbildung, Pflege der Eltern und Familie. Wir wissen, dass dieses Vielfache, also das Leben eines ganzen Lebens, welches parallel gelebt werden kann und welches nicht mehr so aufeinander gestapelt wird, dass man sagt, man hat jetzt eine Phase der Kindheit, dann kommt draufgestapelt eine Phase der Bildung und Ausbildung, dann kommt draufgestapelt eine Phase deiner langen Erwerbstätigkeit und dann kommt die Erholung von der Erwerbstätigkeit, der Ruhestand. Das sind so klassische sozialwissenschaftliche Drei-Phasen-Modelle. Ich denke, wir sollten anstelle, dass man das aufeinander stapelt, diesen Würfel einfach kippen und uns Lebensmodelle und Lebensverläufe konstruieren, die erlauben, dass man das nicht nacheinander macht, sondern parallel macht. Das mag jetzt bei Ihnen zu einem dicken Fragezeichen führen, weil Sie dann sagen, na, also das erhöht doch dann diesen Rush, insbesondere wenn man sich bilden muss, Kinder hat, Pflege und so weiter und so fort. Meine Antwort darauf ist, nein, wir müssen an der Arbeitszeit ansetzen und wir können dabei ansetzen auf zwei unterschiedliche Arten. Wir können erstens die Arbeitszeit anders über das Leben verteilen. Das wäre sozusagen eine individuelle, eine biografische Umverteilung der Arbeitszeit. Und wir können zweitens die Arbeitszeit zwischen Männern und Frauen verteilen. Ich gehe davon aus, dass eine Gesellschaft, die auf die doppelte Vollzeiterwerbstätigkeit von allen Erwachsenen setzt, von Männern und Frauen, dass aus dieser Gesellschaft keine Gemeinschaft entstehen kann. Und ich gehe noch weiter, dass eine Gesellschaft, die sagt, alle Erwachsenen sind über 45 Jahre Vollzeiterwerbstätig, dass das eine Gesellschaft ist, die auch nicht nachhaltig ist. Und wir müssen darüber reden, dass die meisten höchsten Wert darauf legen, auch mal Zeit für sich selbst zu haben. Das ist auch das, Frau Kohnen, was Sie eingangs moderiert haben. Denkzeit wäre da das Stichwort.